Zum ersten Mal seit seiner Sperre war Nemanja Vucicevic bei einem Auswärtsspiel mit dabei. Und gleich begab er sich in den Löwenkäfig. Vucicevic verfolgte die Partie mitten unter den 60-Fans. Ihn hätte sein Trainer Walter Schaffner heute gut gebrauchen können. Neben den Langzeitverletzten fielen kurzfristig auch noch Costa und die beiden Stürmer Agostino und Schau aus. Burghausen gegen 60, die Jungs aus der Landeshauptstadt zu Gast in der netten oberbayerischen Provinz. Für solch einen Hochmut besteht kein Anlass. Noch hat Burghausen einen Punkt mehr auf dem Konto als die Löwen. Und der Gastgeber in Grau-Weiß erwischte den besseren Start. Fünfte Minute, Sebastian Kneißl. Oh, das ist gut gespielt. Auf Oliver Fink, vorbei an Lanzard. Krejci in der Mitte, Fink macht es selbst. Das war zu eigensinnig. Oliver Fink, gut vorbei an Lanzard. Der kam mit einer Mördergrätsche angesaust, aber die ging ins Leere. Beide zuletzt mit einer Beendigung von Negativserien. Markus Schupp mit dem ersten Erfolg in Dresden nach 4 sieglosen Partien. Und die 60er gewannen ja seit fast einem halben Jahr mal wieder ein Heimspiel. Aber Burghausen war aggressiver. Oliver Fink. Tolle Balleroberung, noch besser der Pass auf Bogavac. Gut eine Viertelstunde rum. Dragan Bogavac. Die 60er in der Offensivbewegung bisher schwerfällig und ideenlos. Das ist Stefan Reisinger für Agostino im Team, der Ex-Burghauser, auf Daniel Bayer. Das war sie schon, die einzig nennenswerte Offensivaktion der Gäste in der ersten halben Stunde. Aber dann wurde es besser. Es entwickelte sich ein temporeiches, prickelndes Zweitligaspiel. Gebhardt, Freistoß, kurz auf Hofmann, keiner rückt raus. Steffen Hofmann! Mit viel Erwartungen und Hoffnungen im Winter von Rapid Wien gekommen. Erst ein Tor, eine Vorlage für Steffen Hofmann. Der Schuss war gut. Aber Burghausen insgesamt engagierter. Komjenovic, was für ein Schnitzer, nicht gut gelöst die Situation. Krejci. Hertel, Krejci und rechts einer völlig frei. Er sieht ihn, Sebastian Kneißl und Timox. In Dresden hatte Sebastian Kneißl noch getroffen. Hier scheitert er am besten Münchner Spieler bisher an Timo Ox. Vor allem über rechts ging's. Marcel Schäfer hatte seine Abwehrseite zu selten im Griff. Schon überraschend, nicht nur läuferisch, kämpferisch, auch spielerisch. Wacker Burghausen einen Tick besser. 3 Minuten noch bis zur Pause. Krejci wieder richtig schön durchgespielt auf Bogavac. Die haben Probleme mit dem Toreschießen zu Hause. Kümmerliche 13 Treffer in 12 Heimspielen. Das ist Burghausens Schwäche. Pausenstand 0:0. Für Burghausen wäre mehr drin gewesen. Aber immer wieder Timo Ox. Und im Fanblock hatte sich Nemanja Vucicevic inzwischen richtig schön akklimatisiert. Zur zweiten Hälfte ging er dennoch runter auf die Bank. Keine Wechsel zur Pause und der Spielverlauf auch wie vor dem Seitenwechsel. Krejci. Wunderbar der Seitenwechsel auf Martin Forkel. 2 Minuten nach der Pause. Forkel. Lanzard, schlechte Abwehr, da ist wieder Marek Krejci. Ich denke schon jetzt, hätte Walter Schaffner gerne gewechselt. Doch auf der Bank saßen nur Leute, die 22 Jahre und jünger waren. Die 60er kamen kaum in die Partie. Gebhardt, jetzt mal gut gespielt. Viel zu selten ging das so in die Spitze. Reisinger gegen Herzig. Reisinger, Übersicht und Steffen Hofmann. Mit Abstand der beste Angriff der 60er bisher. Gut gemacht von Reisinger. Der ist ja immer noch ohne jedes Tor für 60. Für Burghausen letzte Saison hatte er 15 gemacht. Und hier war Zentimetersache bei Steffen Hoffmann. 60 probierte was, aber sie waren fehlerhaft im Aufbau. Bayer verliert den Ball. Schlecht gespielt von Lehmann in die Beine von Notch. Und der auf Bogavac. Bogavac zurück zu Timo Natsch. Und jetzt Oliver Fink. Wahnsinn, einfach Wahnsinn, was Timo Ox hier bisher hielt.
der war immer noch mit Händen und Füßen dabei. Super Parade von Timox. Aber es gab natürlich Eckstoß. Schauen wir uns auch an. Getreten durch Timo Natsch. 60 kriegt den Ball nicht weg. Bogavac. Und jetzt Björn Hertel. Der ist drin. Als Burghausen. Und jetzt knien sie nieder. Die vermeintlichen Bauern aus Burghausen. Und zwar beim Torjubel. So hatten es sich die 60-Fans mit ihrem provokativen Plakat ganz bestimmt nicht vorgestellt. 10, 12 Mann im 5-Meter-Raum, da war doch gar kein Platz mehr. Nur ganz oben rechts, da war die Naht im Netz noch frei. Perfekt gesetzt, dieser Schuss von Björn Hertel. Jubel in der Provinz, Entsetzen bei den Landeshauptstädtern. Hier eine Niederlage und das wär's mit den Aufstiegshoffnungen der 60er. Lehmann verliert erneut den Ball und Burghausen hatte das, was sie am liebsten mögen. Platz zum Konter. Krejci. Und das ist Thomas Rescher. Diese Szene in der 70. Minute. Walter Schachner reagierte jetzt. Seine letzte Hoffnung hatte einen Namen. Björn Ziegenbein, Nachwuchsstürmer von den Amateuren. Erster Profieinsatz. Und dieser Ziegenbein, 8 Sekunden im Spiel. Und schon wird er weggegrätscht. Die einzige Fehlentscheidung von Herbert Fandl war eine dicke. Denn das war ein Elfer. Natsch zieht Ziegenbein dasselbige weg. Das war ein Foul. Bitter für die Löwen. Das war in der 82. Minute. Jetzt noch 3 Minuten zu gehen. Lanzard kriegt den Ball nicht weg. Der Konter läuft. Der eingewechselte Burkhardt. 2 gegen 1. Nur noch Schäfer dazwischen. Burkhardt bedient Krejci. Das ist es doch. Aber nein. Entscheidung verpasst. Marek Krejci. Und so hatten die Löwen noch eine Gelegenheit. Wir sind in der Nachspielzeit. Marcel Schäfer tankt sich da schön durch. Schäfer. Und hier kommt er. Der Ziegenbein. Björn Ziegenbein. Setzte mehr Akzente als zum Beispiel Reisinger über 90 Minuten. Aber auf einem Ziegenbein kann man nicht stehen. Das war zu wenig. Burghausen gewinnt am Ende. Verdient mit 1:0 gegen die Münchner Löwen. Ja, so habe ich es mir gewünscht, also dass wir die 3 Punkte natürlich in Burghausen lassen, dass ich so ein Tor schieße, ist natürlich doppelt schön und jetzt haben wir 39, jetzt kann es nichts mehr passieren. Wir haben heute wieder einen ganz wichtigen Schritt nach vorne gemacht, in Richtung Klassenerhalt mit diesen 3 Punkten. Ich denke, hat die Mannschaft auch richtig verdient heute. Nach der Niederlage geht der Blick nach unten, denn ich weiß nicht die anderen Resultate, aber wir sind ja nicht so weit vorne, dass man vom Abstiegskampf hundertprozentig weg ist. Schauen Sie in diese Minen. Vor diesem Spiel hatten Sie wohl noch leichte Aufstiegshoffnungen. Aber damit ist es nun vorbei beim TSV 1860.